Herr Thies hat uns unter dem Motto Zukunft braucht Vergangenheit durch die Geschichte der Normung geführt. Ein Wandel, aus dem uns dann Herr Teigler einen sehr informativen Ausblick gegeben hat. Ein Ausblick auf die serviceorientierte Normung der Zukunft in einer mehr und mehr digitalisierten Zukunft. Er hat gesagt, es gibt bereits viele Lösungsansätze auch von anderen Organisationen, die man sicherlich beachten muss, beachten darf und mit einfließen lassen darf. Und ich fand das sehr schön, abwarten ist definitiv keine Strategie und definitiv auch keine Option. Wir müssen die Dinge anpacken, wenn wir zukünftig nicht nur mitspielen, sondern weiter auch eine führende Rolle in der Normung haben wollen. Wir hatten danach eine etwas neue Form der Verleihung unserer DKE-Nadel, diesmal wieder an drei hochverdiente Würdenträger. Dann kam der Vortrag von Dr. Radeke, der die Herausforderungen des Internets der Dinge oder gerade des taktilen Internets, ich glaube, in faszinierender Weise dargestellt hat. Ja, wenn man eine kleine Quintessenz noch mal ziehen darf des Tages, wir sind begonnen mit dem Spruch oder das Motto unserer Tagung, Wandel wird Standard. Ich glaube, als Quintessenz darf man ruhig sagen, nach dem, was wir heute hier gehört und erlebt haben, Wandel ist schon längst Standard. Er gehört zu unserem täglichen Leben und er gehört auch zu unserem Leben als Standardisierer und wird uns in Zukunft noch viel mehr prägen.